Hi und herzlich willkommen zum fünften Teil meines Farmlife Let's Plays. Kiara ist gerade bei einer Person, die sie bisher noch nicht kannte. Und zwar ist das hier Emily. Emily ist eine Nachbarin von ihr, denn ihr habt euch gewünscht, dass Kiara nicht nur Kontakt zu irgendwelchen Männern haben sollte, sondern dass sie eben auch eine beste Freundin haben sollte. Und das können wir sehr gerne so machen. Ich fände es auch wirklich richtig, richtig schön, wenn sie so eine kleine Gruppe hätte mit Freundinnen, mit denen sie sich immer austauschen kann und treffen kann. Und im schönsten Fall wäre es ja vielleicht irgendwann auch so, dass wenn sie dann selbst schwanger ist, dass dann vielleicht auch eine ihrer Freundinnen oder mehrere ihrer Freundinnen zur gleichen Zeit schwanger wären. Das wäre einfach total schön, weil da könnten eben die Kinder auch direkt Freunde werden. Und es scheint so, als würde sie sich hier mit Emily direkt schon richtig, richtig gut verstehen. Sie hat tatsächlich mit ihr schon richtig viel Freundschaft aufgebaut. Genauso wie mit Stella. Stella ist die Nachbarin von Emily und sie war bis gerade auch noch hier draußen. Sie ist irgendwie schon reingegangen. Beide wohnen hier in dieser Doppelhaushälfte. Und wie gesagt, ich fände es halt total schön, wenn Kiara eben mit beiden dann befreundet wäre. Ich habe gesehen, dass Emily tatsächlich Kitten hat. Also ihre beiden Katzen hier haben Nachwuchs bekommen, was richtig, richtig süß ist, weil die kleinen Kätzchen tapsen hier so rum. Und ich hatte für einen kurzen Moment überlegt, ob wir uns eins der Kätzchen in unseren Haushalt holen. Ihr hattet euch gewünscht, dass Kiara vielleicht noch einen Hund bekommt. Allerdings habe ich da wirklich die Befürchtung, dass Missy dann viel zu kurz kommt. Unsere Hündin Missy haben wir ja schon und ich denke, wenn wir jetzt noch einen weiteren Hund uns in den Haushalt holen, dann habe ich wieder keine Zeit, mich so richtig um die Hunde zu kümmern und das wäre halt super, super schade. Aber eine Katze braucht ja nicht ganz so viel Aufmerksamkeit. Deswegen schreibt mir doch gerne, ob ihr eins der Kitten adoptieren möchtet und generell, wie ihr die Idee findet, dass Kiara eben jetzt mit den beiden Mädels hier eine Freundschaftsgruppe bildet. Wie gesagt, ich habe die Idee mal wieder aus den Kommentaren. Ich bin euch so, so dankbar, dass ihr immer so gute Ideen in die Kommentare schreibt. Das ist echt so unglaublich hilfreich für die ganze Story. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Hause, denn Kiara ist super müde. Natürlich braucht Missy aber auch noch ihr Abendessen, deswegen wird Kiara sich darum natürlich auch jetzt auf jeden Fall direkt mal kümmern. Und wir müssen ja auch noch darüber sprechen, was im letzten Part passiert ist. Im letzten Part hat sie ja tatsächlich Steve geküsst. Es war ein so, so, so schöner Part, wie ich finde. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ich bin echt gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Es ist ein neuer Tag und Kiara beginnt diesen Tag tatsächlich mit einem Schaumbad. Wir haben ja leider keine Dusche, deswegen muss sie leider jetzt am frühen Morgen in die Badewanne steigen. Für mich jetzt nicht unbedingt die schönste Vorstellung. Ich finde, Baden passt eher so am Abend, wenn man so entspannt. Aber da wir eben nur eine Badewanne haben, muss sie eben jetzt einmal baden. Und ja, das macht sie jetzt. Und wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich den letzten Part einfach super, super schön fand. Und ich würde sagen, dass wir Steve vielleicht auch gleich mal eine SMS schreiben. Mal gucken, ob er sich dann meldet. Aber sie soll natürlich heute eben auch viel Zeit mit ihren neuen Freundinnen verbringen. Ich möchte gerne gucken, ob das wirklich von der Sympathie her gut passt, ob die drei sich gut verstehen, ob die eben eine Freundesgruppe werden könnten. Ihr hattet mir übrigens auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr es ein bisschen schade findet, dass es jetzt eben schon auf Partnersuche geht, ob Kiara nicht Single bleiben könnte. Sie könnte ja auch ein Kind adoptieren und so weiter. Aber ich möchte dieses Let's Play hier tatsächlich nicht 50 Parts lang machen. Nach diesem Let's Play weiß ich auch gar nicht, ob es eine nächste Generation geben wird und all sowas. Das heißt, wir genießen hier wirklich einfach nur den Augenblick und machen einfach das, worauf uns gerade, also woran wir gerade Spaß und Freude haben. Und das ist jetzt halt gerade für mich so ein bisschen, dass sie eben einen Partner findet, dass sie glücklich wird, dass sie ein Kind bekommt irgendwann und wir dieses Kind eben aufwachsen sehen und ja, all solche Dinge möchte ich eben ganz gerne mit ihr machen und deswegen ist das für mich dann auch total okay, wenn das jetzt eben alles relativ schnell geht, dass sie einen Partner findet und so, weil ich wie gesagt auch nicht möchte, dass dieses Let's Play einfach super, super lange geht und ja, deswegen machen wir das eben so. Missy steht auch schon hier an der Tür und möchte gerne raus. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal ein bisschen um sie kümmern, aber dann haben wir ja natürlich auch noch unsere Farm, um die wir uns kümmern müssen und ich denke mal, da wird bestimmt auch schon wieder einiges an Gemüse reif sein, wo wir mal gucken können, okay, es ist noch relativ früher Morgen, aber wir können ja trotzdem schon mal gucken, es ist auf jeden Fall wieder was gewachsen, das ist natürlich super und wir wollten ja auch noch Marmelade machen, das fällt mir gerade ein, wir wollten ja Marmelade kochen, was im letzten Part untergegangen ist.
ist. Vielleicht können wir das mit Emily oder Stella machen. Vielleicht können wir eine von den beiden gleich einladen und beiden machen mit uns Marmelade zusammen. Ich weiß nicht genau, ob das geht, aber wir können es zumindest ausprobieren. Okay, und wir werden jetzt mal unsere Sozialhase-Kontaktliste hier pflegen. Wir brauchen natürlich einmal unseren Steve hier drin. Wir werden auch Audric hinzufügen, denn Audric ist immerhin ihr bester Freund. Dann Emily und Stella. Emilio können wir auch hinzufügen. Ich meine, mit ihm versteht sie sich ja auch wirklich richtig, richtig gut. Und wir können auch Jared hinzufügen. Mit ihm hat sie zwar noch nicht so wahnsinnig viel Kontakt gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass er jemand ist, der einfach jeden seiner Kontaktliste hinzufügt, den er irgendwie nur ansatzweise kennt. Und deswegen sind wir entsprechend eben einfach hier mit ihm auf Sozialhase befreundet. Ja, und das würde ich sagen, sind jetzt erstmal so die wichtigen Personen in unserem Leben. Und vielleicht schreiben wir Steve jetzt mal gerade eine kokette Nachricht, dass sie jetzt einfach gerade frühmorgens an ihn denkt und ihm einfach mal eine Nachricht schreibt. Und wenn es gleich ein bisschen angenehmere Uhrzeit ist, würde ich sagen, können wir dann eben einmal Emily und Stella einladen und gucken mal, ob die beiden Lust haben, mit uns zusammen Marmelade zu machen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir testen es auf jeden Fall mal. Und Emily und Stella sind tatsächlich zu uns gekommen. Das heißt, wir können jetzt wirklich mal versuchen, mit den beiden eben ein bisschen Zeit zu verbringen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob wir die Marmelade zusammen zubereiten können, aber zumindest können wir uns alle mal zusammen hier hinsetzen und dann zumindest so tun, dass die beiden zumindest dann dabei sind, während Kara eben hier fleißig die Marmelade herstellt. Denn wir brauchen dringend Geld. Okay, wir wollen erstmal Apfelmarmelade herstellen und wir hoffen dann, dass wir diese Apfelmarmelade eben teurer verkaufen können, als wir sie gekauft haben. Stella scheint schon wieder ein bisschen wütend zu sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was ich ihr als schwieriges Merkmal gegeben habe, aber ich könnte wetten, dass es hitzköpfig ist, weil sie ist nämlich andauernd wütend, aber gut, das ist nun mal so. Kiara, du solltest Apfelmarmelade... Achso, sie macht Apfelmarmelade, okay. Emily versucht sich hier gerade mit Missy anzufreuen, das finde ich richtig süß und es scheint gut zu klappen, aber Missy ist ja wirklich auch ein richtig braver Hund. Okay, können wir sie dazu einladen, dass sie mit uns zusammen kocht? Das scheint leider nicht so. Okay, wir haben tatsächlich Marmelade zubereitet, Freunde. Und das heißt... Oh, nein, wir sind noch nicht fertig. Okay, wir müssen diese Marmelade natürlich erstmal noch einkochen. Deswegen kommt sie natürlich jetzt hier noch in diesen Topf rein. Und wenn das dann eben gleich fertiggestellt ist, können wir auch mal in die Stadt reisen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich Steve bisher nicht mehr gemeldet hat bei uns. Also bisher kam ja noch keine Rückmeldung von ihm. Wir sind natürlich mit Steve auch noch in keiner Beziehung. Also es ist theoretisch alles noch offen. Also wir müssen nicht unbedingt Steve als unseren späteren Partner auswählen, aber ich finde, es ist schon recht naheliegend, weil das schon wirklich gut gepasst hat im letzten Part mit den beiden. Und ich hatte ja auch gesagt, dass ich nicht so unfassbar viel Zeit verstreichen lassen möchte. Aber wie gesagt, offen ist theoretisch noch alles. Bisher hat sich aber nicht mal mehr Audric gemeldet und das heißt schon was. Also, dass nicht mal Audric angerufen hat, das wundert mich schon ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal zum Markt reisen und mal gucken, ob wir unsere Marmelade und die ganzen Ernteerzeugnisse, die wir jetzt so haben, verkaufen können. Und vielleicht treffen wir da ja auch unseren Steve wieder. Wir nehmen Emily und Stella mit, würde ich sagen, und gehen mit den beiden gemeinsam in die Stadt. Okay, und der Stand hat tatsächlich auch schon geöffnet. Das ist natürlich super. Das heißt, wir werden natürlich jetzt erstmal versuchen zu handeln. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ein paar Prozente auf unsere Sachen, die wir kaufen wollen. Emily ist mitgekommen, weil sie sowieso gerade in den Laden wollte. Sie wollte sowieso was kaufen. Deswegen hat sie dann gesagt, ja, hey, ich komme mit. Und Stella schließt sich einfach so der Gruppe an. Sie hat einfach Lust, generell mit den beiden ein bisschen Zeit zu verbringen und deswegen sind die beiden Mädels jetzt eben einfach so mitgekommen. Okay, und wir können tatsächlich unsere Sachen mit Gewinn verkaufen. Das ist wirklich total schön. Wir hatten bei ihr bisher echt oft Glück. Ja, und natürlich möchte ich jetzt mal gerne gucken, ob wir hier irgendjemanden finden, den wir kennen, aber es scheint leider nicht so. Gut, jetzt wollen wir natürlich unsere Sachen verkaufen. Wir können dreimal Apfelmarmelade verkaufen, was uns 90 Simoleons bringt. Und unsere Erdbeeren sind richtig viel wert. Da werden wir erstmal auch ein paar von verkaufen. Verkauf jetzt nicht alles, damit wir eben auch noch so ein bisschen was haben, was wir dann eben kochen können. Aber das gibt uns trotzdem 700 Simoleons, was wirklich richtig, richtig viel ist. Aber wir machen ja auch keine Rags to Riches hier. Es ist ja sowieso jetzt nicht unbedingt das Ziel, dass wir hier von null an uns alles aufbauen. Sie hat ja auch schon eine große Ranch und eine große Farm. Und deswegen ist das natürlich auch okay, wenn wir hier relativ viel für unsere Sachen bekommen. So, aber ich finde tatsächlich Steven nicht. Er ist leider nicht hier. Und wie gesagt, er hat sich bisher auch noch nicht gemeldet, was echt schade ist. Aber wie gesagt, ich sehe nicht mal unseren Audric. Und das heißt schon einiges. Also nicht mal Audric ist jetzt gerade hier hergekommen, was echt super selten ist.
Aber sie unterhält sich jetzt gerade hier im Garten des kleinen Marktes noch ein bisschen mit ihren Freundinnen. Und ich finde es so schön, dass die drei sich echt so gut verstehen. Auch Emily und Stella scheinen sich untereinander gut zu verstehen, was einfach super gut dafür spricht, dass die drei eben vielleicht wirklich richtig gute Freunde werden könnten. Und ich würde sagen, ich werde mit den dreien dann auch eine Gruppe gründen. Ich mache das ja immer total gerne, weil ich einfach finde, dann ist es ein bisschen leichter, direkt alle Leute einzuladen. Wir machen zusammen unseren Garten pflegen, weil natürlich macht es den beiden auch Spaß, ihren Garten zu pflegen. Oh ja, Kreuzstich. Ich fände es so schön, wenn die drei zusammen Kreuzstich machen würden. Das machen wir auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir das auch, dass wir stricken, auf jeden Fall. Und es hatte ja auch schon mal jemand in die Kommentare geschrieben, dass wir ja auch einen Buchclub machen könnten. Und ich würde sagen, wir nehmen das mit dem Bücherlesen jetzt einfach mal mit hier auf und haben dann jetzt hier einmal Garten pflegen, Kreuzstich, stricken und lesen. Und ich struggle natürlich mal wieder mit dem Gruppennamen. Ich nenne es jetzt einfach mal Hanford Nachbarschaft. Super unkreativ, aber vielleicht fällt euch was Besseres ein, wie wir die Gruppe nennen können. Und damit haben wir jetzt erstmal wieder eine Gruppe erstellt, was ich richtig schön finde, weil wir, wie gesagt, so einfach besser die Möglichkeit haben, alle einzuladen. Wir haben direkt so ein paar Sachen, die wir zusammen erledigen können. Und Kira pflückt hier gerade das Unkraut, jätet hier so ein bisschen und kümmert sich um den Garten. Oh, ich habe endlich mal jemanden gefunden, den wir kennen. Es ist Jared. Und ich würde sagen, vielleicht unterhalten wir uns auch mal ein bisschen mit ihm. Wir können ihn mal fragen, ob er mit uns ein bisschen abhängen möchte. Denn ihr hattet nämlich tatsächlich auch die Idee, dass es ja so sein könnte, dass wenn irgendwann mal Kiara sich für einen Partner entschieden hat, dass ihre beiden Freundinnen dann vielleicht mit einem von den anderen Männern zusammenkommen, sodass irgendwie jeder von den Männern eine Partnerin findet. Also ich meine, gut, wir bräuchten dann noch eine beste Freundin. Aber es wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Ich weiß aktuell nicht, ob ich irgendjemanden mit Audric sehe. Aber Jared ist zum Beispiel ein Kandidat, den könnte ich mir irgendwie gut mit Stella vorstellen. Also irgendwie finde ich, charakterlich würden die beiden gut zusammenpassen. Und es wäre schon irgendwie süß, finde ich, wenn Kiara die beiden jetzt so ein bisschen miteinander bekannt macht, dass sie eben Stella jetzt mit ihm hier, also dass sie Stella eben an Jared vorstellt. Und dass die beiden dann vielleicht tatsächlich später eben einfach glücklich miteinander werden. Das wäre schon irgendwie ein bisschen süß, finde ich. Und wie sollte es anders sein? Natürlich ruft unser Audric an. Ich habe es schon fast wieder ein bisschen vermisst. Er bedankt uns gerade, dass wir ihm gesagt haben, dass er mit Mark Eggleston abhängen soll. Und das war wundervoll für ihn. Er hatte so eine tolle Zeit und es hat ihm so viel Spaß gemacht. Ja, aber wie gesagt, ich finde das wirklich richtig süß, diese Idee, dass wir eben dann einfach dafür sorgen, dass alle drei irgendwann in einer glücklichen Beziehung sind. Und das ist natürlich alles super klischeehaft und natürlich ist es im echten Leben alles wahrscheinlich eher nicht so harmonisch und schön, wie wir das jetzt hier alles uns malen. Aber wie gesagt, das soll ja einfach hier so ein Feel-Good-Let's Play werden. Und ich finde, da passt das einfach wahnsinnig gut rein. Vor allem, wenn dann vielleicht wirklich beide irgendwann zur gleichen Zeit schwanger werden wie Kiara. Das wäre einfach super, super süß, finde ich. Aber dafür müsste unser potenziell später irgendwann mal Vater unserer Kinder sich natürlich auch mal wieder bei uns melden, was er bisher nicht getan hat. Aber wir schreiben ihm jetzt einfach mal eine glückliche SMS. Und meistens rufen die Sims ja dann an und schlagen vor, dass sie nochmal irgendwas zusammen machen können. Ich finde es natürlich schön, wenn wir jetzt zum Ende des Parts nochmal so ein bisschen Zeit mit Steve verbringen könnten, um eben einfach noch mal so ein bisschen rauszufinden, ob es wirklich genau die richtige Entscheidung war. Und Steve hat tatsächlich Zeit und er möchte mit uns in den Park gehen. Jetzt hat er sich natürlich hier wieder ein Grundstück ausgesucht, was nicht in Hanford ist. Aber wir werden natürlich trotzdem mitgehen, weil es ist Steve. Kiara ist hier tatsächlich direkt kokett geworden, nachdem sie ihn gesehen hat. Was finde ich wieder ein... Oh mein Gott, wie süß! Leute, ich habe das nicht geklickt. Sie ist jetzt gerade einfach von sich aus zu ihm hingegangen und küsst ihn einfach. Und jetzt rennt sie los und möchte irgendwas bewässern. Alles klar, Kiara. Okay, deine Gefühlswelt spinnt gerade ein bisschen. Aber es ist schon echt süß. Sie ist gerade, also wirklich, er ist ja gerade erst hier erschienen. Die beiden haben sich gerade gesehen. Sie wird sofort kokett, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und ich finde, das ist wirklich, wirklich ein gutes Zeichen. Ich weiß, einige von euch finden es ein bisschen schade, dass Emilio eben nicht wirklich seine Chance bekommen hat, aber ich sehe die zwei einfach voll zusammen und ich weiß ganz genau, ganz egal für welchen Mann wir uns entscheiden, irgendjemand von euch wird so oder so enttäuscht sein. Ich finde das immer super schade, aber ich kann leider immer nur ein Let's Play spielen und nicht irgendwie drei verschiedene Parallelwelten, in denen sie dann eben mit jeweils einem Mann zusammen ist und dann, keine Ahnung, verschiedene Dinge passieren. Wir müssen uns leider immer für eine Sache
entscheiden. Und ich fühle das einfach total mit Steve. Ich fühle das wirklich total. Ich finde, die beiden passen wirklich richtig gut zusammen. Er scheint gerade einen anstrengenden Tag gehabt zu haben. Wir können ihm ja vielleicht mal ein offenes Ohr entgegenbringen. Wir können ihm Empathie entgegenbringen, genau, weil er wirkt gerade so ein bisschen genervt und vielleicht fragt sie dann eben einfach mal, was los ist. Und dann wird er ihr eben offenbaren, dass er momentan mit seinen Eltern ziemlich Stress hat, weil die beiden ihn irgendwie total bevormunden wollen. Die beiden haben irgendwie sein ganzes Leben schon geplant und es nervt ihn einfach total, dass er nicht selbst entscheiden kann, was er eben in seinem Leben macht. Und deswegen will er halt relativ schnell auch von zu Hause ausziehen. Es nervt ihn nämlich ziemlich, dass seine Eltern ihn immer die ganze Zeit bevormunden. Und er findet, dass er mittlerweile natürlich auch in einem Alter ist, als junger Erwachsener, dass er mal von zu Hause ausziehen könnte. Aber die Situation mit seinen Eltern geht ihm einfach gerade nicht aus dem Kopf und es nervt ihn einfach total. Und deswegen werden wir jetzt einfach eben ganz sympathisch zuhören und werden eben mal schauen, ob wir ihm irgendwie helfen können. Und die Beziehungsleiste der beiden hier steigt einfach immer weiter an. Und die beiden haben jetzt hier auch noch tiefe Verbundenheit als Gefühl bekommen. Sie sind ja sowieso schon verknallt. Das war ja im letzten Part schon dazu gekommen. Und ich finde das Ganze einfach so, so süß. Und da die beiden gerade Schach spielen, würde ich sagen, wir brechen das mal ganz kurz ab und suchen uns mal hier irgendwie einen Ort, der ein bisschen abgelegener ist, dass die beiden jetzt hier gerade noch mal ein bisschen Zeit zu zweit haben und nicht mit irgendwie 12 Milliarden random Townies, die hier um sie rumstehen. Und hier haben sie dann eben, wie gesagt, noch mal ein bisschen Zeit zu zweit und können das eben auch einfach ein bisschen genießen. Nur weil Steve das eben alles nicht so ganz aus dem Kopf geht mit seinen Eltern. Er hat irgendwie die ganze Zeit diese Anspannung in sich und es nervt ihn einfach nur alles. Und da kann gerade selbst Kira mit ihrer ganzen Empathie und ihren offenen Ohren nicht wirklich helfen. Er ist, oh, aber er flirtet trotzdem mit ihr und jetzt ist er tatsächlich auch kokett geworden. Also hat Kira es doch geschafft, dass er tatsächlich jetzt ein bisschen besser gelaunt ist, was richtig schön ist. Und ich glaube tatsächlich, ich hatte es jetzt erst gedacht, dass wir es doch nicht machen, weil ich fände das irgendwie so schade, wenn er halt so super angespannt ist und wir ihn dann fragen. Aber dadurch, dass er jetzt gerade kokett geworden ist, werden wir ihn jetzt tatsächlich fragen, ob er denn wirklich ganz offiziell unser fester Freund sein möchte. Denn wenn das nämlich so ist, ja, er möchte. Oh, wie schön, Leute. Und ich würde sagen, das heißt, wir legen die Partnersuche jetzt ganz offiziell ab. Wir werden keinen Partner mehr suchen, denn wir haben jetzt erstmal Steve für uns. In einem anderen Spielstand würde das hier natürlich nichts bedeuten. In einem anderen Spielstand wäre es natürlich jetzt immer noch alles offen, aber in diesem Spielstand hier, wo wir Harmonie und eine schöne Zeit haben wollen, denke ich, bedeutet das schon wirklich viel, dass die beiden jetzt ein Paar sind. Und ich würde es wirklich auch gerne dabei belassen, weil ich die beiden einfach super süß zusammen finde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich das einleiten soll, dass Stella mit Jared zusammenkommen soll. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, mit wem ihr Emily seht. Ob ihr Emily eher mit Audric seht oder mit Emilio. Ich kann mir beide tatsächlich an ihrer Seite ganz gut vorstellen, wobei ich, wie gesagt, nicht glaube, dass Audric die beste Wahl wäre, weil ich da immer noch das Gefühl habe, dass er halt eigentlich Kiara möchte. Und ich fände es halt super schade, wenn Emily dann so eine Art Lückenbüßer wäre. Deswegen sehe ich tatsächlich persönlich sie eher mit Emilio. Aber schreibt mir da gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und damit würde ich tatsächlich diesen Part hier auch schon beenden. Und wie gesagt, freue mich wie immer sehr, von euch in den Kommentaren zu lesen. Schreibt mir alle eure Gedanken dahin. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch dann jetzt auch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.